So, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, The Ghoul Gaming Channel. Heute wird wieder Cyberpunk 2077 gespielt und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Johnny hat ja eine richtig geile Idee. Und der werden wir jetzt mal nachgehen. Es sind ja nur 125 Meter, die kriege ich glaube ich auch mal gelaufen. Bin jetzt auch ehrlich gesagt nicht ganz glücklich, wie die Sache im Cloud ausgegangen ist. Da den Boss niederzumetzeln und ja, das ist halt nicht ganz so mein Stil, aber es ist halt nun mal passiert und ich bin jemand, der lässt es dann halt so. Was passiert ist, ist passiert. Was ist? Ich habe irgendwas total Witziges gesehen. Joni. Ich gebe zu, der Ort hat was Besonderes. Ist das hier mehr nach deinem Geschmack als das Klotz? Hey, wenigstens weiß man hier, was man kriegt. kann mir mal bitte jemand da diese Waffe wegnehmen? Echt jetzt, es nervt. Wie kriege ich das denn weg? Okay, ich speichere mal, beende kurz das Spiel und gehe wieder rein. Ja, und da sind wir wieder und es hat funktioniert. Sehr schön. Ruf Judy an. Ah ja, okay. Ah, so kann ich das wechseln. Ah, Steuerkreuz nach unten. Ah ja. Wie? Du rufst tatsächlich an. Hab doch versprochen anzurufen. Versprechen sind eine Sache, sie einzuhalten eine andere. Und? Hast du was rausgefunden? Evelyn ist nicht mehr im Clouds. Ihr Verhaltenschip wurde beschädigt. Offenbar hat man sie an einen Rapper-Dog namens Fingers vertickt. Oh, Scheiße. Weißt du, wo ich diesen Fingers-Typen finde? Ja, der hat einen abgeranzten Laden an der Jig-Jig-Street. Scheiße, wie, der Typ ist richtig mies. Bin gerade unterwegs, um sie zu finden. Ich hab ihr gesagt, sie soll sich vom Clouds fernhalten. Scheiße, echt? Scheiße. Bis später wieder. Scheiße. Ihre Implantate sind älter als ich. Wo findet sie Ersatzteile, um die am Laufen zu halten? Er war fertig und meinte nur, bis zum nächsten Mal. Das ist Joy Toy. Das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Joy Toy. Evelyn jetzt tatsächlich noch retten müssen. Was ist denn das bitte? Leon, was haben wir denn hier? Du bist ja mal ein leckeres Ding. Wenn du Befriedigung suchst, könnte ich dein Mann sein. Ich glaube nicht. Ich suche einen Ripper-Dog. Nennt sich Fingers. Wo finde ich den? Er fragt. Und warum? Hab ein Problem mit einem Implantat. Du bist nicht von hier. Gibt genug andere Ripper-Dogs in der Stadt, die dich fixen können. Fingers soll der Beste sein. Ja, der Beste für Nutten. Bist du eine Hure? Escort, für spezielle Geschmäcker. Ich suche einen Ripper-Dog, der meine besonderen Bedürfnisse erfüllen kann. Gut. Du wirst Fingers gefallen. Lass sie durch. Ja, hoffentlich geht das nicht in die Hose jetzt hier. Nee, nee, nee. Ich will lieber hier leben. Oh, du mitleidiges und holdes Wesen, das durch die purpurdunkle Luft uns aufsucht. Die wir mit blutigem Rot die Welt gefärbet.
wenn gnädig uns des Weltalls König wäre, so würden wir für deinen Frieden bitten. Klingt nach dem Paradies. Blaue Butter? Was zum Teufel nehmen die? Blau. Muss ein Fabric Hall Derivat sein. Der Scheiß floss während des dritten Konzernkriegs durch alle Venen. 24 Stunden kein Schmerzgefühl und hinterher erinnerst du dich an nichts. Wer kann's ihnen verübeln, ha? Huh? Krass. Heftig, ey. Hey, fass sie nicht an! Ich hab keinen Schiss vor deinem mickrigen Arsch. Wirst du aber, wenn jeder Mox der Stadt in diesem Drecksloch aufkreuzt. Wenn du eine Geldforderung hast, dann geh vor Gericht, du Schlappschwanz. Und lass mich in Ruhe! Schon klar, jeder hat mal genug. Zahl mir deine Schulden zurück und du kannst dich in sonnigere Gefilde verpissen. Wie? Hey. Hä? Sie ist schon hier? Hallo? Stell dich gefälligst an. Hey, so dränge dich nicht. Pflanz deinen Arsch hin und warte, bis du dran bist. Dieser Fingers, kennst du ihn? Hab schon von ihm gehört, ja. Zum Beispiel? Seine Hand rutscht wohl gern aus. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Ich mach mir solche Sorgen um sie, wie. Wusste nicht, dass was passiert ist. Wir finden sie schon, ganz sicher. Nach dem Überfall war Evelyn eine Weile bei den Mox, oder nicht? Ja, war sie. Warum zum Teufel ist sie dann zurück ins Clouds? Ich dachte, da wäre sie sicherer. Weiß Gott, warum. Das ist mein Fluchtweg. Hab versucht, sie aufzuhalten, aber sie wollte nicht auf mich hören. Schon mit Fingers geredet? Schön wär's. Bei dem wartet man länger als bei den besten Ärzten der Stadt. Wir werden ewig hier warten, ich weiß das. Vielleicht kannst du mit einem der Mädels reden, ob wir vor können. Warum ich? Ich glaube nicht, dass sie mich mögen. Versuch's einfach. Oder schlag was Besseres vor. Was hat dieser Sitz da zu bedeuten? Setz dich. Hast du hier eine Frau mit blauen Haaren gesehen? Hat sie einen Puppenchip? Ja, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Fingers hat auf jeden Fall an ihr gearbeitet. Ist sie noch hier? Keine Ahnung, musst du ihn fragen. Schon gut, ich warte. Jeder muss warten, bis er dran ist. Ist ihr halt so. Achso, ich hab mich jetzt... Wie sieht's jetzt aus? Also, irgendwas stimmt nicht. Alles ist so verschwommen. Die letzte Besitzerin der Gesichtsplatte hatte ein längeres Gesicht. Die Ränder ziehen an deinen Sehnerven. Na endlich. Hoffen wir mal, dass die 3 Stunden rumwarten sie nicht das Leben gekostet haben. Gehen wir rein? Bin ich ja mal gespannt. Ja, bitte. Wie kann ich helfen? Hast du eine Minute Zeit? Eine Minute? Das ist alles? Deine saftigen Lippen könnte ich stundenlang, ach was, tagelang angucken. Aber ich hab zu tun. Seid ihr Tiger Claws? Ich habe all meine Schulden bezahlt. Wir sind Mox. Mox? Was bist du denn? Sag das doch gleich. Also, was führt euch her? Wir haben was vor, schon vergessen? Evelyn Parker, ich muss sie finden. Bitte, kommt in mein Büro. Hier kommen so viele Mädchen vorbei. So viele. Aber sagen wir so, ich widme mich mit Leib und Seele jeder einzelnen von ihnen. Da kannst du jeden fragen. Ich bin doch kein Metzger.
Ich weiß, was ich tue und ich weiß, was die Leute wollen. Umschmeichelt, gelobt und gestreichelt werden. Sich fühlen, als ob sie etwas wert sind. Natürlich, ich kann mich nicht an alles und jeden erinnern. Nicht mal an so ein exquisites Stimmt was nicht? Bitte, setzt euch auf eure exquisiten Hinterteile. Du bist nervös geworden, als ich ihren Namen erwähnte. Also tu nicht so. Ich weiß, du erinnerst dich an sie. Ich habe eine neurologische Störung. Das sind nur Ticks von mir. Wirklich. Ich wünschte, ich wüsste, wen du meinst. Okay. Was ist mit deinen Logs? Du musst doch Aufzeichnungen haben. Bitte, Tag wie diese registriert man nicht. Da werden keine Namen aufgehoben. Blaue Haare, Puppenchip, erstklassige BD-Ausrüstung, allerdings beschädigt. War sie hier? Die arme Kleine. Ich wollte ihr helfen, wirklich. Aber diese Einrichtung ist nicht gerade gut ausgestattet. Du meintest, du konntest ihr nicht helfen. Was stimmte denn mit ihr nicht? Also, wenn ich das wüsste, würde sie sicher fröhlich strahlend hier stehen. Das Instruktionsregister auf ihrem Chip war total verkohlt. Hab sie ausgetauscht. Hat nichts gebracht. Ne Idee, was den Schaden hervorgerufen hat? Also, die Tech war erstklassig. Sowas geht jedenfalls nicht von selbst kaputt. Sie wurde angegriffen? Ich denke, das war ein Netrunner. Mit ziemlich gefährlichem Code im Gepäck. Komm zum Punkt. Den Punkt? Ah ja. Nun, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wo sie ist. Schluss mit den Scheißlügen! Was hast du, Freak, mit ihr gemacht? Entweder legst du dieser Kreatur einen Maulkorb an, oder du schläferst sie ein. Mit ihr im Raum kann man sich nicht unterhalten. Du bist ein Abschaum. Erbärmlich. Überflüssig. Ich bin so kurz davor, dich einzuschläfern. Zwei Biefer aus einem BD-Studio haben sie. Ich kenne nicht mal ihren Namen. Bitte, bitte. Ich will Details, verdammt. Welches Studio? Sie haben was von einer Motte geredet. Virtus mit der Todesmotte. Meinten, sie wäre gut für die Motte. Ich schwöre auf mein Leben. Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich glaube ihm. Ich brauche frische Luft. Bin draußen. Hey, du Knecht. Ich habe noch... Anscheinend habe ich noch Fragen. Was machst denn du? Willst du dir die Kippe in die Nase stecken? Perverses Schwein. Ja, warum geht's denn jetzt hier nicht weiter? Was ist das denn? Stumpfe Waffe. Ich borg mir das mal aus, wa? Messer brauche ich nicht. Ich habe sie zurück ins Clouds gehen lassen. Ich hätte sie aufhalten sollen. Keine Angst, wir finden sie. Ganz sicher. Wir finden nur, was von ihrem zerstückelten Körper übrig ist. Hey, reiß dich zusammen. Willst du jetzt aufgeben? Nein. Unsere einzige Spur ist ein Ex-BD. Wohin führt uns das? Und wir wissen, dass es was mit dem Todesmottensiegel zu tun hat. Besser als nichts. Ich raff deinen Optimismus nicht. Klingt immer noch, als hätten wir nichts. Sagt dir das Todesmottensiegel was?
Irgendwas, egal wie unwichtig es scheint. Hör zu, in dieser Branche ist die Nachfrage für alle möglichen Fetische da. Und das grenzenlos. Aber Ex-BD-Macher würden ständig den Standort wechseln. Und das macht es schwieriger, sie zu fassen. Wir müssen rausfinden, wo sie das Zeug drehen. Muss irgendein dreckiges Loch sein. Die werden wohl kaum ein Studio haben. Ja, sicher irgendwas Ruhiges, Abgelegenes. Vielleicht entdecken wir was in einer ihrer Virtus, was uns auf ihre Spur führt. Dann müssen das echte Vollidioten sein. Alles und jeder hinterlässt Spuren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Zum Glück bin ich mit der besten BD-Spezialistin der Stadt unterwegs. Das sind zwei Expertenaugen mehr. Na schön, deine BD-Spezialistin hat eine bessere Idee. Pleasures of Night City, eine Domain mit einem Ableger im Darknet. Da findet sich alles Mögliche. Vielleicht stoßen wir ja auf was Nützliches. Okay. Bei deinem Pessimismus hätte ich jetzt nicht gedacht. Lass mich einen Moment nachdenken. Dass du wirklich noch was zu sagen hast. Was ist mit dir los? Die Darknet-Domain ist die beste Spur. Halten wir uns an deinen Plan. Gut. Hoffentlich kannst du was Nützliches ausgraben. Ich warte im Van. Abzocken oder was? Da fehlen vier Beutel, Mann! Wer hat Pablo mir nicht gegeben? Wenn's euch nicht passt, macht das mit ihm aus! Ich rede aber nicht mit Pablo, sondern mit dir! Das bedeutet, du und ich, wir haben ein Problem! Ich könnte die Straße mit deinen Eingeweiden pflastern, aber ich will erst, was mir zusteht! Versuch's doch! Na los, Junge! Das Ding? Nicht schon wieder! Okay. Bist du blöd? Bist du dumm? Warum stehst du direkt hinter mir, du Affengesicht? Hier gibt's auch nicht mehr. Ich kann nicht scrollen. Riot. Totentanz. Ah, ich kann mich einloggen. Finde den XPD. Jetzt stehen ja auch ganz andere Sachen. Todesmotte. Kontakte Lenny N. Es
suche nach Rohmaterial, ungefiltert. Bei mir kriegst du nur Ungefiltertes. Worauf stehst du? Nein. Ich will was, was mich umhaut. So richtig die Neuronen durcheinander wirft. Wir haben alles, Mann. Faustkämpfe, Schießereien, geheime Folterverhöre, Amputationen. Nee. Ich meine eher sowas wie, du weißt schon. Ethisch Kram. Nein, komm schon, du weißt, was ich meine. Nein, tue ich nicht. Wenn ich Gedanken lesen könnte, würde ich den Job hier nicht machen. Ich will wissen, wie es ist, jemanden umzubringen. Na also, geht doch. Ich habe ein paar Klassiker aus dem letzten Konzernkrieg oder bewaffneten Raubüberfall, wenn du was Aktuelleres suchst. Hey. Wonach Lenny. Suchst du? Ich suche BDs, der besonderen Art. Besonders? Bist du ein Bulle? Klar. Gib mir das Beste vom Besten. Was mit der Todesmotte? Hab's mit einer Feinschmeckerin zu tun. Todesmotte kostet aber ordentlich. Wie steht's um einen Neukundenrabatt? Rabatt gibt's nur für Stammkunden. Wenn du pleite bist, verpiss dich! Hast du was Interessantes für mich? Keine Gliedmaße, Hardcore, das Making-of. Wah! Frittierte Todesmotte. Foltermix. Härteste Disk. Gelöschte Szenen. Keine Arme, keine Probleme. Eieiei. Säurebad. Alter, was ist denn mit euch verkehrt, ey? Ich nehme mir aber trotzdem mal noch eins mit. Das jetzt. Will einfach mal. War mir ein Vergnügen. Gucken, was da noch drauf zu sehen ist. Judy, I'm coming. Hui. Rennst du so doof vor dich hin? Ah, ich hab hier was zu sagen. Steig ein. Ja. Ist das hier Amazon Prime Päckchen? Sieht fast so aus. Navy! Lass mich alles vorbereiten. Aber setz das Headset richtig auf. Sieh es dir an, ich editiere in Echtzeit. Solide Links-Rechts-Kombo. Jetzt direkt kann hier? Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Das ist höchst illegal, was wir jetzt hier machen. Thank you.
hier nochmal. Sieh dich in aller Ruhe um. Muss ein Scav sein, sonst zieht sich niemand so an. Arme Sau. Vor kurzem bestellt. Electric Corp Logo auf den Overalls. Dieses Zünd-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm, Backeslice. Eine Scaff-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch XBDs drehen und nicht nur Leute auswählen? Der Kap. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Backeslice. Also? Also, Kap, gewöhnliche Kiste. Decker Tanaka and Rogers Logo. Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Fuck, da liegt ja eine Leiche. Krass. Junge. Ja, das müsste es gewesen sein. Ne? Also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Aber alter, heftig, ey. Einfach die Arme wegplatzen lassen. Übel. Los, wir müssen dahin. Ist es ein Hologramm? Ja, fahren wir zusammen? Nein, Freunde, die Sonne. Okay, auf geht's. Wirklich. Dann mal los. Also, stöpselt euch aus, geht raus und genießt das echte Wetter. So, langsam werden wir richtig BFFs hier, wa? Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenwirte, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnehmen, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssen total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Ja, dann überspringe ich mal die Reise. Es wird ja anscheinend nichts geredet hier. Es wird nichts geredet. Und da wären wir. Night City Centipede. Oh, nach einem Eingang. Centipede. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was habe. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Kleine Warnung, sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Geil. Night City Centipede.
Ah, New Album Out Now, das ist eine Band, okay. Nice. Einfach aufgemacht. Kenne ich nicht. Ich nehme auch direkt den indirekten Weg. Hast du alles nach drinnen geschafft? Fast. Was heißt dir fast? Schnapp dir eine Kiste und verweck deinen Arsch. Ey, ich hab Pause, chill. Genug abgeschieben. Hol den Scheiß von der Straße. Mach's doch selber, wenn du es so eilig hast. Hältst dich wohl für was ganz Besonderes, was? Ich schlachte jetzt schon 5 Jahre Chrome aus. Und ich sag dir, bei uns gibt's keine Pause. Ach ja? Ich bin seit 4 Tagen hier und mache nichts, als Kisten zu schleppen. Scheiß, ich steig aus. Da muss ich also rein. Rechts geht's nicht vorbei, aber links. Er guckt in die andere Richtung. Warum habe ich mir jetzt die Kerze eingepackt? Go. C. Ich probiere es einfach, ohne zu gucken. Ach so. Okay. Ja, so ganz halt ist noch nicht gerafft, aber ist schon okay. Erstmal Wachsystem ausgeschaltet, ja. Der hockt sich da jetzt nicht hin, oder? Ich muss vielleicht vorher mal markieren sollen. Thank you.
54. Ich bin Gillian Jordan. Bereit für... Schneller. Nicht, dass der sich hier... Muss ja jetzt aber nicht zur Vordertür rein, oder? Das wäre doch doof. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Kein Licht ausmachen. Das ist ein bisschen anstrengend. Gewaltsam öffnen? Nee, will ich nicht. Wir haben ja sonst nichts zu tun in diesem Drecksloch. Ich will den markieren. Oder sie. Shit. Ich hab was Besseres zu tun. Komm raus! Shit. Das ist jetzt blöd gelaufen. Was passiert hier? Spiel, was machst du hier? Найду тебя, сука, и ноги повыдергаю. Тогда не убежишь. Legt die Alte wieder ab hier. Du sitzt in der Scheiße! Das ist doch jetzt nicht dein Scheiß Ernst, ey. So, gut. Versuch einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Nochmal. Ich nehme den jetzt aber mal mit. In der Hoffnung, dass ich das nicht bereue. Wir finden dich so oder so. Hast du gehört? Wieso findet ihr mich? Warum? Verdammt, komm schon raus! Was ist passiert? Was habe ich gemacht?
der da oben etwa wieder aufgewacht, oder was? Ich finde echt jeden. Nee. Vielen Dank, dass Sie sich die N54 News angeschaut haben. Der liegt noch hier. Bis zum nächsten Mal. Komm raus! Das ist doch dumm. Du steckst, komm raus. Ah, Mist. Ich bin der echt jeder. Was ist jetzt? Raus mit deinem Kopf. So, jetzt Schnauze halten. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Rumgekaspere. Verschaffe dir Zutritt zu den unteren Ebenen. Ja, das wäre ja auch gleich hier gewesen. Ja. Wie praktisch. Achso, durch die Tür bin ich ja nicht durchgekommen. Genau. Hab einen Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Sie sind hier. Bleib wachsam. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Ich wette, da halten sie fest. Hörst du das? Dieses Hemd. Das kenne ich. Dieses
Hemd? Evelyn? Ja, ohne Zweifel. Oh. Wir haben nicht genug Meteoriten für die Ladung heute. Sonst ziehen Sie uns. Kein Problem. Wir strecken das mit RTL und das Gewicht stimmt. RTL? Erythritol. Süßkram für Erwachsene. Okay. Das ist RTL. Mach doch keinen Schaum vom Mund oder so, ja? Sonst können wir dicht machen. Hast du überhaupt eine Ahnung, was wir hier backen? Propylmethionin macht so derbe High, dass sich selbst ein Animal in die Hose kacken würde. Und du denkst, ein bisschen künstlicher Süßstoff macht was aus? Ich verstehe nicht, warum die das nehmen. Das kauft keiner, weil er es mag. Abgesehen von den Irren. Wer kauft es dann? Oh, dreh dich nicht um, dreh dich nicht um. Let's go! Ja, schade. Hätte ja fast was werden können. So, 1C, 55. Ich ja schon mal alles nicht. Ah, dann verschiebt sich das um eins. Ah, ja. Okay, jetzt komme ich mit. Und jetzt muss ich mich entscheiden. Ja, dann nehme ich das. Verschwinde da, sonst ziehen sie uns! Wir haben uns doch eh schon gehört. Wo bist du? Fall. Geh doch weg, wenn du keinen Plan hast. Nehm mal mit. Gewicht. Also, schon cool, das Gewehr. Sehr spannend, nicht tot zu kriegen. Und nochmal. Gesichert, geh weiter. Ich würde gerne selbst entscheiden, wann ich weitergehe. So, jetzt sind wir auch schon bei 50 Minuten. Was sich hinter dieser Tür verbirgt, werden wir leider erst in der nächsten Folge herausfinden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir ein Like und ein Abo da, ihr kennt das ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.